Ja, sei gegrüßt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ich habe jetzt sehr lange keine Videos mehr gemacht, denn ich bin, wie viele andere jetzt in dieser Zeit, auch durch sehr intensive Transformationsprozesse gegangen. Und dieses Video möchte ich als, ja, als Neubeginn sehen, mit dem Hinweis, es wird alles gut. Es ist alles gut. Wir erleben jetzt gerade eine Zeit, eine sehr, sehr intensive Zeit der Reinigung. Der ganze Dreck wird nach oben gewirbelt, weltweit. Und ich verfolge immer noch sehr, sehr viele Informationen, die mir inzwischen zeigen, es wird alles gut. Ja, und ich sitze hier auch ganz interessanterweise fast auf dem Boden, da ich mein Sofa auseinandergebaut habe, um endlich mal alle Bezüge wieder zu reinigen. Also es ist bei mir auch ein Reinigungsprozess, auch in der Wohnung. Bei mir selber, ich habe auch Dinge losgelassen, Menschen losgelassen, um einen Raum wieder zu haben für mich selber, beziehungsweise für meinen Auftrag, für das, was in mir reifen möchte. Und ja, jetzt bin ich selber inspiriert durch das Ansehen von Menschen, deren Videos, deren Worte mich sehr inspirieren. Ich setze dann auch ein paar Links unter das Video. Und durch das, was ich selber auch erlebe, da ist sehr viel Führung, da ist sehr viel, immer mehr Klarheit in mir und da bin ich sehr dankbar. Ja, und was wir jetzt tun können oder was du jetzt im Einzelnen tun kannst, damit wir den Prozess, der hier auf der Erde stattfindet, damit der im Guten endet, davon möchte ich ein bisschen was erzählen. Denn dass alles gut wird, da reicht es nicht, einfach nur in der Wohnung zu sitzen, abzuwarten, zu beten, zu hoffen oder sich zu verkriechen und denken, ach ja, es wird schon irgendwann alles gut werden. Das reicht nicht. Ja, und also was ich im Moment mache, gut, ich bin sehr viel alleine, da ich auch immer noch nicht arbeiten kann, also an meinem Angestelltenberuf. Allerdings bin ich auch viel in Kontakt mit Menschen, die mich dann anrufen oder anschreiben und fragen, ey, wie geht's dir? Hast du vielleicht mal einen Tipp für mich? Mir geht's gerade nicht so gut. Ja, und ich merke im Zusammensein mit anderen Menschen, ist meine Aufgabe derzeit die Zuversicht, die ich habe, die Sicherheit, das Vertrauen, ja, Erdung, die Verbindung mit dem Licht, mit dem Spirituellen, wie man es nennen möchte, diese Zuversicht zu vermitteln. Und das möchte ich auch in diesem Video jetzt machen. Und ich denke mal, ich werde jetzt ab und zu mal Videos in der Art aufnehmen. Eigentlich sollte dieses Video gestern beim Waldspaziergang entstehen, aber ich hatte kein Mikrofon dabei. Und der Wind und das wunderschöne Rauschen der Blätter hätte wahrscheinlich meinen Text etwas sehr leise rübergebracht. Ja, und jetzt sitze ich halt hier in meinem Wohnzimmer. Nächstes Mal nehme ich Mikros mit, weil beim Laufen kommen mir immer die besten Ideen und in der Natur. Ja, das gebe ich dir sofort auch mit als Tipp. Nutze dieses wunderbare Wetter und wenn möglich, geh in die Natur. Und wenn es nur ein Park ist in der Stadt, die Erde, unsere Natur ist ein lebendiger Planet und gibt uns ganz viel Kraft. Und wenn wir einfach nur mal tief Luft holen und ganz bewusst alles, was uns in irgendeiner Form belastet, ausatmen. Der Atem, das ist unser Fluss im Leben der Natur, im Fluss des Lebens. Ich bin ja Sängerin hauptberuflich und
habe da wirklich sehr fleißig geübt, mit meinem Atem umzugehen. In der Form, dass ich beim Singen die Luft eher sparsam verwende und anhalte. Aber das tiefe Atmen gehört zu meinem Beruf und auch zu meinem Leben. Ja, und so nutze ich das auch ja, im Alltag oder beim Spazierengehen, dass ich immer wieder tief ein- und ausatme. Manchmal mache ich Atemübungen und zähle dabei, meinetwegen bis auf 4, beim Einatmen auf 4, beim Ausatmen mache eine kurze Pause. Denn dieses rhythmische Atmen oder auch die Konzentration auf den Atem hilft dir, deine Gedanken mal loszulassen. Einfach nur den Atem beobachten und dabei zählen. Ja, und dann merkst du, wie dein Kopf freier wird. Und das Ausatmen kannst du auch benutzen, Stress auszuatmen oder starke emotionale Belastungen auszuatmen. Und das Einatmen kannst du nutzen, um mehr Klarheit einzuatmen, um eine Ruhe, einen Frieden, Liebe einzuatmen. Oder auch den Impuls, stresshafte Gedanken auszuatmen und das einzuatmen, was dir gerade beiträgt. Ja, das nur am Rande. Es fällt mir nur gerade ein und ich habe auch kein Skript gemacht für dieses Video. Es kommt das, was kommen soll. Und ja, und alles ist gut. Je mehr du im Hier und Jetzt dich verankerst, deswegen ist wohl das die Idee mit dem Atmen sehr hilfreich, desto mehr trägst du dazu bei, dass alles gut wird. Sei jetzt in dem Bewusstsein, es ist alles gut. Und wenn du zweifelst, also wenn du viel Nachrichten siehst, ich empfehle dir, lass den Fernseher aus. Wie du siehst hinter mir, mein Fernseher, oft habe ich ihn abgedeckt mit einem Tuch. Der dient jetzt im Moment eher als Stütze für ein Bild und wie du siehst, ich habe hier ein paar Edelstein-Skulls und einen Drachenkopf, der kürzlich zu mir kam. Ich habe es ja auch mit Drachen. Aber gut, lenkt jetzt ab. Lass den Fernseher aus, beziehungsweise guck keine Nachrichten mehr. Oder wenn, dann höre dir im Radio vielleicht mal nur eine Meldung an, um zu wissen, was ist gerade aktuell in deiner Stadt oder in deinem Land los. Denn die Nachrichten dienen dazu, dich in Angst und Schrecken zu versetzen. Das, was gerade weltweit passiert, es ist alles gelenkt. Es ist derzeit wirklich ein Krieg, ein weltweiter Krieg, der stattfindet zwischen den dunklen Kräften, die die Menschen seit Jahrtausenden beherrscht haben. Also wenn du anfängst, ein bisschen zu recherchieren, entdeckst du sehr, sehr viel, was wir überhaupt nicht erfahren oder erfahren haben. Und also ich muss sagen, ich habe im März begonnen, als diese ganze Geschichte hier anfing, zu recherchieren. Ich bin in den Kaninchenbau hinein, wie man so schön sagt. Ich habe Stunden, also über Wochen, habe ich 10, 12 Stunden am Rechner verbracht und bin von einem Punkt zum nächsten. Und ich denke, ich weiß schon sehr, sehr viel, was hier auf der Erde passiert. Es hat mich teilweise sehr beschäftigt. Ich hatte auch damit zu tun, wieder in meine Klarheit zu kommen. Doch es gibt mir jetzt umso mehr Kraft zu wissen, was hier alles passiert und passiert ist. Und zu wissen gleichzeitig, es gibt genauso starke oder sogar noch stärkere Kräfte des Lichts, die nun dagegen arbeiten. Und das ist dieser Weltenkrieg, der gerade stattfindet, auf der Erde, unter der Erde, über der Erde. Wir bekommen das Wenigste mit, wir bekommen eigentlich gar nichts mit über die Medien. Nur uns wird das erzählt, was wir hören sollen, damit wir in die Angst gehen, damit wir unser eigenes Gewahrsein ausschalten, damit wir unsere eigenen Kräfte hier gar nicht mehr wahrnehmen. Wir sind abgelenkt und da möchte ich dich jetzt, appellieren, nimm dir die Zeit, gut, das Atmen, die Natur ist die eine Geschichte, aber nimm dir auch die Zeit, immer wieder dich frei zu machen von Angst,
Da gibt es so wunderbare Werkzeuge, dass ich willens bin, alle meine Ängste und Zweifel und die ganzen Definitionen, die ich zu der jetzigen Situation habe, die Bewertungen, alles das zu zerstören und umzukreieren. Manche, die mich kennen, wissen, wovon ich spreche. Es ist eine Wahl. Wir können dagegen angehen. Und mein Weg hat mich jetzt dahin geführt, immer mehr in der Frage zu sein, wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich in meinem Leben? Was sind meine Kräfte? Und je mehr ich mich wahrnehme, umso stärker und kraftvoller nehme ich mich wahr. Und das kann ich vermitteln. Das vermittle ich jetzt, wenn ich beim Einkaufen bin und mit Menschen ins Gespräch komme. Sehr häufig trage ich keine Maske, weil es ist sowieso unsinnig, das Ganze. Aber wie gesagt, da recherchiere bitte selber. Es gibt viele Ärzte und Virologen, die darüber reden. Wenn du versuchst, mit Hilfe einer Maske ein Virus abzuhalten, dass er nach draußen oder drinnen eindringt, dann ist es vergleichbar, wie wenn du versuchst, wer hat das gesagt, mit einem Maschenzaun Stechmücken von dir abzuhalten. Also vergiss es. So, und klar, wenn ich nicht so gut drauf bin und mich irgendwas beschäftigt, dann und ich gehe einkaufen, da ziehe ich auch mal die Maske an, weil ich habe dann manchmal keine Lust auf Konfrontation oder keine Lust, blöd angeguckt zu werden, dann mache ich das Spiel auch mal mit. Allerdings auch nur ein paar Minuten, denn dadurch, dass ich gewohnt bin, tief zu atmen, merke ich, egal welche Maske ich ausprobiert habe, merke ich, dass ich nach ein paar Minuten einfach zu wenig Sauerstoff bekomme. Und dann ziehe ich mir das Ding unter die Nase, fertig. So. Und naja, nur wie gesagt, ich komme trotzdem mit Menschen ins Gespräch beim Einkaufen oder wenn ich beim Spazierengehen bin. Und ja, die Hundebesitzer, die spreche ich fast immer an, weil ich Hunde sehr mag und mich aber noch immer nicht entschieden habe, mit einem Hund zu leben. Dazu ist mein Leben noch zu beweglich, sagen wir mal so. Ich bin dankbar, dass ich jetzt den Raum für mich habe. Und meine liebe Katze, die mit mir wohnt, die lässt mir sehr meinen Freiraum und gleichzeitig sind wir auch beide gute Freundinnen zueinander. Das ist schon sehr beitragend, denke ich mal. Die liegt hinter mir auf der Fensterbank und schläft. Naja, komm mit den Menschen ins Gespräch und sei es der Anhaltspunkt Hund. Na, also gut, mir fällt es leicht, die Leute anzusprechen. Und dann merke ich schon, wenn jemand ein bisschen offen ist oder je nachdem, wo jemand steht, dann trage ich im Gespräch der Person, gebe ich das weiter, dass die Person mit besserer Laune weitergeht. Und nicht jeder mag alles hören. Und ich habe mir auch angewöhnt, immer zu fragen, was ist die Person mir gegenüber bereit anzunehmen? Oder ne, was kann sie empfangen? Und aus diesem Bewusstsein heraus erzähle ich dann das, was ich meine, was hilfreich ist. Und so ist mein Wirken gerade im Kleinen. Also ich spreche mit Menschen oder in meinem Bekanntenkreis, im Freundeskreis. Da tragen wir uns gegenseitig bei. Wir unterhalten uns und mal brauche ich auch Unterstützung, wenn ich aus dem Gleichgewicht gekommen bin und mal eine Freundin und so finde Menschen, die dir gut tun. Vielleicht hast du auch schon welche in deinem Bekanntenkreis bestimmt. Und tauscht euch immer wieder aus. Und wenn es übers Telefon ist oder über einen Zoom, denn Social Distancing ist ja jetzt auch schon ein Wort geworden hier, was auch gewollt ist, dass die Menschen vereinsamen, dass sie, ja, dass vieles einfach, das, was uns Freude macht, wird einfach gestoppt. Also was mir am meisten fehlt, ist mein Sport. Ich gehe gerne zu den Sportkursen. Ich mache zwar auch zu Hause Gymnastik, aber es motiviert mich natürlich mehr in der Gruppe, dass wir uns gegenseitig motivieren, das ist klar. Ansonsten, gut, ich war schon immer jemand, der eher wenig in Kneipen geht oder shoppen. Naja, gut, wenn ich was brauche, dann bummel ich auch mal durch die Stadt, aber das hat sehr, sehr nachgelassen. Und so bin ich sehr gerne allein. Ich kann sehr gut auch mit mir alleine sein.
auch wenn ich viel reden kann. Und ich bin alleine, aber nicht einsam. Und das ist wohl ein großer Unterschied. Wenn du dich einsam fühlst, wenn du das Gefühl hast, ah, da ist überhaupt niemand mehr, ich kann niemanden mehr treffen, dann, ja, dann schau in dein Adressbuch oder in dein Handy, guck, wen von meinen Freunden, Bekannten kann ich jetzt einfach mal anrufen oder schreiben. Mach das. Schaue, dass du trotzdem im Kontakt bist, denn wir Menschen, wir sind soziale Wesen und manch einem fällt es leichter, alleine zu sein, manch anderem weniger. Achte auf deinen Körper, gönn ihm auch Ruhe, denn ich rede über viel, ziemlich viel. Aber ich habe auch kein Skript gemacht. Ist alles gut. Achte auf deinen Körper, denn derzeit passiert auch sehr viel energetisch. Du hast vielleicht schon von der Schumann-Frequenz gehört, die zum Teil sehr hoch ausschwingt. Also die Erdstrahlung, die Erdschwingung erhöht sich. Und es gibt auch immer wieder bestimmte Tage, die einen starken energetischen Einfluss haben auf dich. Das wirst du auch körperlich merken. Dann kann es sein, dass du plötzlich müde bist oder Schmerzen hast. Ich habe mir, ja, genau vor einer Woche habe ich mir den Rücken gezerrt. Ich bin morgens schon aufgestanden mit Rückenschmerzen im unteren Rücken. Und ich dachte, okay, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Sport gemacht. Habe dann am Vormittag Gymnastik begonnen und schon auf mich geachtet. Und dann habe ich ein Video angeschaltet und eine Sprungübung gemacht. Und dann war es erst recht vorbei mit meinem Rücken. Also, und das hatte ich schon mal beim Umzug. Denk, okay, Ruhe ist angesagt. Aber auch Bewegung. Ich habe dann die nächsten Tage schon Dinge gemacht, aber immer achtsam und ja, jetzt ist es vorbei. Aber da habe ich auch gemerkt, okay, das war wie eine Nachwirkung. Ich habe nämlich auch in meinem privaten Leben etwas verändert, sehr stark verändert und als ob der Körper jetzt nochmal nachgezogen hat. Es war nochmal, es hat irgendwie so zusammengepasst. Und ja, wenn also dein Körper auch schmerzt, oder du das Bedürfnis hast, du bist auf einmal sehr müde und erschöpft. Wenn möglich, gönne dir die Ruhe, dann geh früher ins Bett oder wenn du dich mittags hinlegen kannst, mach das. Achte auf deinen Körper und tu Dinge, die dir wirklich beitragen. Und da meine ich jetzt auch nicht stundenlange Filme angucken. Es tut mal gut, sich einen schönen Film anzugucken, das mache ich auch zwischendurch mal. Aber was nährt dich? Was trägt dir bei, dass du wirklich in diesem Gefühl sein kannst, alles ist gut? Ja, damit möchte ich jetzt mal das Video beenden. Ich könnte noch viel mehr reden. Ich glaube, ich mache noch ein paar mehr Videos, aber heute nicht mehr. Dass alles ist gut und dass alles gut wirst, das machst du jetzt in diesem Moment. Also jetzt entscheiden wir, was in der Zukunft sein wird. Und im Jetzt wählen wir auch, wie wir mit der Vergangenheit umgehen. Die Vergangenheit ist vorbei. Aber jetzt kannst du deine Sicht auf die Vergangenheit auch verändern, um da Frieden zu schließen, um zu vergeben. Ja, das kommt noch mit rein, denn wir leben jetzt in der Gegenwart. Und ja. Insofern, jetzt, wenn du in dem Bewusstsein ankommst, jetzt ist alles gut, dann wird auch alles gut. Wir sind die Schöpfer unseres Lebens und durch unser Bewusstsein tragen wir dazu bei, dass dieser Weltenkrieg, dieser Entwicklungsprozess für die ganze Menschheit zu einem guten Ende kommt. Es wird zu einem guten Ende kommen. Ja, und so schau, was du tun kannst, damit du in dem Jetzt ist alles gut bist. Auf bald!